Für dieses Jahr gibt es noch eine letzte Geschichte vom kleinen Sternchen Salina. Auch heute löchert Salina wieder die großen Sterne mit ihren Fragen. Lucy, versucht Salina, die Aufmerksamkeit des großen Sterns zu bekommen. Warum steht denn da neben der Kirche ein großer Tannenbaum und auch noch mit einer Lichterkette drauf? Lucy wundert sich, warum soll da kein Baum stehen? Da stehen doch eine ganze Menge Bäume auf der Wiese rund um die Kirche. Salina ist nicht zufrieden mit der Antwort. Ja, aber sonst steht da kein Tannenbaum, nur die ganzen Bäume ohne Blätter. Und letztes Jahr stand da auch kein Baum. Aber da haben sie so einen großen, riesigen Baum in die Kirche hineingetragen und nicht an der Kirche aufgestellt. Jetzt versteht Lucy auch, was Salina meint. Ach, du meinst den Weihnachtsbaum, den die Menschen hier neben der Kirche aufgestellt haben. Weißt du, solche Weihnachtsbäume stellen die Menschen auf öffentlichen Plätzen oft schon zu Beginn der Adventszeit auf. Dieses Jahr haben die Menschen von der Kirche den Baum vor die Kirche gestellt, weil nur so wenig Menschen gleichzeitig in die Kirche hinein dürfen. Und hier draußen können sich viel mehr Menschen an dem Baum freuen und ihn sehen. Gibt es denn solche Bäume nur in oder an Kirchen? Stellt Salina schon die nächste Frage. Nein, antwortet Lucy. Viele Menschen stellen sich einen kleinen Baum am 23. oder am 24. Dezember in ihr Wohnzimmer. Dann kann die ganze Familie an Heiligabend und an Weihnachten die Kerzen anzünden und sich an dem schön geschmückten Bäumchen freuen. Salina grübelt. Wird nicht am 24. Dezember an die Geburt von Gottes Sohn, Jesus Christus, erinnert? Und liegt das jetzt daran, dass Jesus in einem Tannenwald geboren wurde? Jetzt muss Lucy doch lachen. Nein, das nicht. Aber die Krippe war aus Holz. Daran kann so ein Weihnachtsbaum schon erinnern. Ach so! Aber warum nehmen die Menschen denn dafür einen Tannenbaum und keine Eiche? Eichen stehen doch schon auf der Wiese an der Kirche. Dann hätten sie nicht erst mühsam einen Baum aufstellen müssen. Und man könnte auch eine Krippe aus Eichenholz bauen, löchert Salina Lucy mit einer weiteren Frage. Auch darauf weiß Lucy eine Antwort. Die Menschen nehmen immer einen Nadelbaum als Weihnachtsbaum oder auch als Christbaum, weil der auch im Winter grün ist und nicht so tot aussieht wie die Laubbäume. Das erinnert die Menschen daran, dass sie durch die Geburt Jesu ewiges Leben haben. Also, dass sie auch, wenn sie sterben, bei Gott und Jesus weiterleben können. Das gefällt Salina. Aber sie will immer noch mehr wissen. Und womit schmücken die Menschen ihre Jesus-Erinnerungsbäume? Lucy lacht wieder. Sie nennen sie Christbäume. Aber Jesus-Erinnerungsbäume finde ich auch gut. Naja, also ganz verschiedene Dinge. Kerzen, weil Jesus doch das Licht in die Dunkelheit bringt. Sterne, die erinnern sie an uns. Engel, weil die ja den Hirten von der Geburt erzählt haben. Äpfel oder rote Kugeln, die sollen an die Frucht am Paradiesbaum erinnern. Manche Eltern hängen auch Süßigkeiten an die Bäume, damit die Kinder in den Festtagen etwas naschen dürfen, wie bei einer Geburtstagsfeier. Geburtstagsfeier, ruft Salina dazwischen. Na, das passt ja, denn der 24. Dezember, das ist doch der Geburtstag von Jesus. Danke, Lucy, jetzt weiß ich Bescheid. Können wir übermorgen ein bisschen herumfliegen und suchen, ob die Menschen solche Christbäume aufgestellt haben und wie sie die geschmückt haben und ob die auch so groß sind wie der Baum an der Kirche? Halt, halt, halt! Na klar können wir übermorgen die Christbäume der Menschen ansehen, verspricht Lucy. Aber jetzt ist erst einmal Schlafenszeit für kleine Sterne, denn es wird schon langsam hell. Ich hoffe, euch haben die Geschichten vom kleinen Sternchen Salina gefallen und ihr habt ganz viel über die Advents- und Weihnachtszeit erfahren. Wir wünschen euch alles Gute und Gottes Segen. Tschüss!